Hallo, mein Name ist Tobias Kronberg. Ich bin seit der Kommunalwahl 2014 im Aachener Stadtrat in der SPD-Fraktion. Und außerdem bin ich seit vielen Jahren Musiker. Ich spiele Bass in einer Heavy-Metal-Band. Und wir haben seit vielen Jahren unseren Proberaum hier im Musikbunker. Hatten hier auch schon viele Auftritte. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Es waren ziemlich viele. Einer davon war dieses Jahr erst im Mai. Ja, wir befinden uns hier gerade im Musikbunker. Das hier ist mein Proberaum. Das ist mein Bassverstärker. Der Musikbunker war in den letzten Monaten und auch im vergangenen Jahr ein Thema in der Aachener Politik. Das lag daran, dass es da zunächst mal Schwierigkeiten gab mit der Nachbarschaft, weil bei Partys und Konzerten, die selber nicht das Problem waren, aber bei diesen Partys und Konzerten standen viele Leute draußen vorm Ausgang und das hat zu Lärmbelästigungen geführt. Dann war die Frage, wie man dieses Problem lösen kann. Also einerseits wollte die Kommunalpolitik und auch unsere Fraktion immer den Bunker erhalten, weil wir denken, dass der wichtig ist für die Aachener Kultur. Die Frage war, wie kann man es schaffen, den Bunker zu erhalten und gleichzeitig die Wünsche der Nachbarschaft zu berücksichtigen. Und da gab es dann den Plan, dass man den Haupteingang für die Partys und Konzerte eben auf die Rückseite verlegt, damit die Anwohner nicht mehr gestört werden. Ja, 2015 hat sich die Situation dann noch ein kleines bisschen geändert. Die ursprünglichen Pläne, dass man den Eingang eben auf die Rückseite verlegen wollte, das wird jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es dort ein anderes Bauprojekt gibt. Und deswegen suchen wir jetzt nach Mitteln und Wegen, wie man trotzdem das Ziel erreichen kann. Also unserer Fraktion ist es ganz, ganz wichtig, dass der Bunker erhalten wird. Das hat Priorität, das haben wir so entschieden. Das wollen wir also auf jeden Fall erreichen. Andererseits wollen wir natürlich auch nicht verhindern, dass Wohnraum geschaffen wird. Wir suchen jetzt nach einer guten Lösung. Die Verwaltung ist dabei, Vorschläge zu erarbeiten. Und ich bin zuversichtlich, dass das gelingen wird.